Weiß, männlich, deutsch, Mitteleuropäer, auf dem Dorf aufgewachsen, schöne Kindheit und später eine super Ausbildung mit besten Ehrung, keine Fehler, gut verdienende Eltern, die immer hinter mir stehen. Der Standard sehr hoch, hatte noch nie groß zu trauern, hatte Glück, mein Leben frei von undurchdringlichen Mauern, doch wollte immer ich sein, mich nicht den Werten verlieren und mich vor allem niemals über meinen Besitz definieren. Und jetzt sitze ich hier auf diesem Riesenbalkon, ein gigantischer Blick aufs Tal, eine riesige Wohnung. Doch für wen das alles, mache ich das echt noch für mich oder um zu kompensieren, dass ich etwas anderes vermisse? Freunde in meinem Alter sind bereits verheiratet und denken schon lange an Kinder und ein Haus mit einem Hund. All diese Dinge sind für mich nicht mal in greifbarer Nähe. Habe seit ihr das Gefühl, dass ich Liebe nicht mehr verstehe. Sag mir, siehst du, wer ich bin, wenn du nur siehst, wie ich bin? Oder siehst du, dass mein Lächeln in meinem Spiegelbild verschwimmt? Wie ich weiterhin meinen Weg such, doch noch immer nicht find. Aber ich gebe nicht auf, bis es am Ende gelingt. Ich habe viel zu oft das Gefühl, ich bin zu undankbar für vieles. Sehe nicht, was ich habe, ignoriere es oder verspiele es. Wenn ich wieder mal einfach so meine Freunde versetze, mich vor Unternehmungen sträube und das, obwohl ich es schätze, Zeit zu verbringen mit Menschen, die ich doch eigentlich mag. Doch hab für fast jede gestellte Frage Ausreden parat. Bin nie ganz bei der Sache und oftmals viel zu verplant. Denke tagsüber drüber nach und abends schreibe ich einen Part. Für mich die beste Möglichkeit, in meine Seele zu heilen, um mich von Gedanken und Ängsten, die ich so hab, zu befreien. Nach außen hin versuche ich dann einfach ständig zu lächeln, doch aber Angst, wie es weitergeht, und das scheint mich zu schwächen. Diese Angst in meinem Leben, hier weiter nichts zu erreichen, meine Familie zu enttäuschen, auf der Stelle zu bleiben, irgendwo im Leben einfach in der Leere zu treiben. Doch trau mich nicht, was zu ändern, und möchte lieber so bleiben. Sag mir, siehst du, wer ich bin, wenn du nur siehst, wie ich bin? Oder siehst du, dass mein Lächeln in meinem Spiegelbild verschwimmt? Wie ich weiterhin meinen Weg such, doch noch immer nicht find. Aber ich gebe nicht auf, bis es am Ende gelingt. Wenn ich es wohl nie verstehe, treibt mich irgendetwas an, ich weiß nicht was, doch ich sehe eine Chance, mein Leben in eine Richtung zu lenken, die es wert ist, noch weiterhin gegen die Ängste zu kämpfen.